Hallo Freunde, und zwar spiele ich jetzt Liberated. Ich habe mich nochmal dazu durchgerungen, nochmal was anzufangen, weil das habe ich jetzt auch gerade nochmal gesehen auf Amazon Games. Amazon hat ja auch, ich bin Prime-Mitglied, hat ja auch sehr viele kostenlose Spiele immer, natürlich auch viel Schrott dabei, aber das Spiel, es ist so ein richtig schönes Comic-Stil erzählweise. Ich habe mich auch für den Spielmodus Laser entschieden, wo es nicht ganz so schwierig ist. Mal gucken, ob ich, wie tief die Story ist, was so erzählt wird und wie weit man interagieren muss. Freut mich riesig. Ich wünsche euch viel Spaß und ich fange jetzt einfach mal an. Liberated. Neues Spiel. Wir haben uns... Habe ich eigentlich schon eingestellt, aber das fragt er jetzt nochmal. Ich mache auf Leser. So. Ausgabe 1. Liberated. März 12. Sind immer so lange hin, 2024. Mark, Bishop, Philip Sutter. Okay, totale Überwachung. Susan Bellion. Fuck, I better get moving. Sprache Deutsch eingestellt. Ich denke, das ist in den Sprechblasen. Die habe ich extra groß gemacht auf Deutsches, aber Text wahrscheinlich auf Englisch. Ist nicht so schlimm. Solange wir es gut lesen können, ist einwandfrei. Ah, das ist ja geil, dass man jetzt richtig in dem Novel hier laufen kann. Objective: Reach your train before it departs. Haben wir noch erreicht. Barry Edwards sind wir. Alter 25, männlich, heterosexuell. CS, was heißt das? Amy Stewart. William Butler. Den kann man nicht scannen. Ah, Scan failed. Also wir werden gesucht und der, der nicht gescannt werden konnte. Objective. Leave the metro station. Verlasse die U-Bahn-Station. Vorsicht, du kannst nicht an Bewaffneten vorbeilaufen, okay?
Bürgerpunkte erhält man für die Gefallenen, für unsere Zukunft. Alle Teilnehmer, Wahnsinn. Wir haben eine Mitteilung. Alert! Your Citizen Credit System Account has been flagged for social non-compliance. Soweit kommt es noch. Achtung, Ihr Konto im Bürgerpunktesystem hat eine Verwarnung für soziale Verweigerung erhalten. Ha! You have meine failed Fresse. To attend your scheduled citizenship training. An intervention warrant has been placed on your CCS ID. Please return to your place of residence and await the authorities. Thank you for your cooperation. Na freilich. Shit. They'll be heading there now. I gotta scrub my computer. Das darf man natürlich nicht zulassen, dass die an den Computer kommen. Erreiche deine Wohnung vor der Polizei. An Orten, die mit Q markiert sind, kannst du dich von Gegnern verstecken. Schaden wird schneller geheilt, wenn du dich versteckst. Alte Shift gedrückt, um zu schleichen. Du magst weniger Lärm. Hä, wie hätte ich denn jetzt das machen sollen? Reach your apartment before the police. Don't get caught. Okay, jetzt warten wir mal, vielleicht kommt er vorbei. Kommt jetzt da vorbei, ja, ne? Ach, scheiße. Objective. Reach your apartment before the police. Don't get caught. Ich denke, wir müssen uns hier verstecken. Ach, jetzt habe ich gedacht, er versteckt sich noch. Objective. Your apartment before the police. Don't get caught. Ist aber cool gemacht. Ich denke, jetzt wird er gleich wieder kommen. Ja. Ah, da ist der andere aus dem Zug. Fuck. Cops. Ah, der wollte uns jetzt wahrscheinlich, keine Ahnung, ne? Müssen wir mal gucken, was mit dem auf sich hat. Jetzt werden wir es nicht mehr schaffen. Schnell die Daten verschlüsseln. Encryption complete. Sehr schön. Bam, bam, bam. Da ist es schon, die Polizei. Wir sind doch hoffentlich schon weg, oder? Nein. Down on the ground. Now, maggot.
Oh, scheiße. Okay, jetzt haben wir uns gerade dafür entschieden, uns einkasteln zu lassen. Hello again, Mr. Edwards. Coffee? You look like you could use a pick-me-up. Something to bring you back to the world of the living? After all, that's why we're here. To help. To protect the fabric of society. Na klar. But loose threads can quickly cause a tear, Mr. Edwards. Loose threads like jaywalking, or riding the train without a ticket, say? Minor infractions. Victimless crimes, you may say. But crimes nonetheless. Freilich Verbrechen über die rote Ampel. And what about you? No posts on social media, no photos, no girlfriend or boyfriend. No friends at all. Does that seem normal to you, Mr. Edwards? Then there's all that cash you've squirreled away. Did no one tell you about contactless payment? Or does the data trail concern you? Strange, Mr. Edwards. Some might say you were trying to hide something. Wahnsinn, totale Überwachung. I keep to myself, that's all. I don't want any trouble. So, how about you save us all some time and tell us what the encrypted data is for? Sure. The password is fuck you, pig. Very clever, Mr. Edwards. Maybe you'll be more cooperative when the lab is done decrypting your drive. Don't you have real criminals to deal with? Listen here, punk. You don't realize how good you have it. The world out there was made by honest, hardworking people. The kind of people who follow rules, have barbecues, take photos, live happy, productive lives. Ja, genau. Und ihr wisst über alles Bescheid. And then there's people like you. Troublemakers, malcontents, cancerous growths that metastasize and rot society from within. Lucky for you, Mr. Edwards. We're releasing you. But you're on borrowed time. Step out of line again, and I'll make sure I personally get to bring you in. Tch. Motherfuckers. Where the hell did they drop me? Ah, jetzt kommt der Herr. Barry Edwards, get in now. You and me gotta talk. Na, steigen wir mal ein, huh? Attaboy, we gotta get you out of town. I'll explain on the way. I just saved your ass, Barry Edwards. Or should I say, Duke Stroud? Duke Stroud. What? That was some cool shit you pulled, ghosting your CCS ID. Okay. This is about my old man, isn't it? Oh, for f-
you're looking for a ransom, forget it, man. The only person that old fuck cares about is himself. Wir haben also einen reichen Vater. I look like some chicken shit kidnapper to you? You really think you walked out of that police station on your own? Won't be long before they break that weak-ass algorithm you used. Then you're gonna be public enemy number one. The hell did I do? It's not my fault my old man's a power-hungry asshole. Man, you ain't getting it. There's bigger shit at play. Motherfuck. Cops. Oha. You drive. Jetzt müssen wir fahren. Oh Gott, ich hoffe ich. Wow. Ist Gott sei Dank so gemacht, dass man noch ein bisschen reagieren kann. Oh. Doch ein bisschen zu schnell gewesen. Geil!